Liebe Allmanns, die etwas gegen die Bezeichnung Allmanns haben. Also erst einmal, ohne den Kontext kann man natürlich das nicht verstehen. Ne? Also Kontext. Wenn man sich zum Beispiel sagt, was soll das mit so einer Fremdbezeichnung? Ja, so bezeichne ich mich doch gar nicht. Ich heiße Deutsche und fertig. Ja gut, was das Thema Fremdbezeichnung angeht, hat Deutschland einfach leider eine schlechte Situation, schlechte Karten. Weil zum Beispiel ich und 100.000 andere sind mit der Fremdbezeichnung Ausländer, Ausländerin aufgewachsen. Und das war auch nicht so lustig, ja. Der Unterschied ist, wenn wir, also BPOC, ne, Klammer auf, Black Indigenous People of Color, Klammer zu, sagen, dann hat das für euch wenig bis gar keine Auswirkungen. Ja, also findet ihr dadurch schwieriger einen Arbeitsplatz oder eine Wohnung? Oder fühlt ihr euch wirklich diskriminiert? Also, ich meine, könnt ihr ja behaupten, dass ihr euch diskriminiert fühlt, aber sorry. Also, solange wir hier Rassismus als strukturelles, institutionelles, historisches, sprachliches Problem haben, kann mir doch keiner erzählen, dass Armand irgendwie wirklich wehtut, ja? So, das erstmal dazu. Dann muss ich, ja, vielleicht zur Erklärung einfach mal sagen, also Allmans sind für mich einfach Leute, weiße Deutsche, die es nicht gerafft haben. Die es nicht gerafft haben im Sinne von, ja, die einfach alles nachplappern, was sie zum Beispiel in den Medien hören, was das Thema Integration angeht oder was das Thema Geflüchtete angeht. Und also die schlimmsten Allmans sind eh die, die AfD wählen. AfD geht einfach mal gar nicht, ganz klar. Und denn Allmann ist einfach jemand, der sich oder die sich nicht mit kritischem Weißsein oder Rassismus generell irgendwie auseinandergesetzt hat und mit Privilegien auch gar nicht auseinandergesetzt hat und dann einfach so typische Allmann-Sprüche oder Fragen rauslässt wie, wo kommst du her? Oder ja, diese Flüchtlinge, die wollen wir hier nicht oder was auch immer. Also gibt es ja irgendwie tausendfachen Bullshit, den man sich einfallen lassen kann, ja? Und dann und so ein Allmann-Gelabere nervt dann halt. Das ist dann halt so. Und sorry, da wehren wir uns dann halt damit, indem wir Allmanns sagen. Aber sich darüber so künstlich aufzuregen, finde ich einfach nur peinlich, muss ich sagen. Ich finde es peinlich. Und für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, hat das einfach oft eine, sag ich mal, empowernde Wirkung, wenn man sich halt dagegen wehrt. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie sich selbst als Kanaken zu bezeichnen, weil es wurde ja als Schimpfwort benutzt und dann sage ich das selber und dadurch fühle ich mich irgendwie so ein bisschen besser. Also, um es kurz zu halten, Allmanns, die etwas gegen die Bezeichnung Allmann haben, kriegen keine Empathie, kein Mitleid von mir, sorry. Also es ist einfach, da muss man jetzt durch. Solange wir hier in dem Land Rassismus haben, muss man da durch. Peace out.